Viele Menschen verzichten auf eine Rechtsschutzversicherung aus Kostengründen oder weil sie sie nicht für einen Streithansel halten. Wie gesagt, da das kein existenzieller Versicherungsvertrag ist, wird von unserer Seite auch nicht allzu viel Nachdruck ausgeübt, was eine Komplett-Rechtsschutzversicherung betrifft. Das ist jedem seine private Angelegenheit. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass es im Rechtsschutzbereich ein Thema gibt, was auf jeden Fall in die Deckung gehört. Bist du dir da sicher? Ja, Sebastian, da bin ich mir sogar sehr sicher. Aber ich denke mal, auch Ihnen dürfte das relativ schnell klar werden. Denn nennen Sie mir bitte einen Bereich im täglichen Leben, der mit weniger Konfliktpotenzial behaftet ist, wie der Straßenverkehr. Sei es Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger. Was haben wir denn noch so für Elektromobilität auf Rollern? Geigeln sie durch die Gegend mit voll verstopselten Ohren, ohne rechts und links zu gucken. Hier in Berlin vor der Haustür haben wir tagtäglich diese Späßchen und die Konflikte sind programmiert. Schlagen Sie eine Tageszeitung auf. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht dieses Thema irgendwo eine Rolle mitspielt. Sie dürfen dabei eins immer nicht vergessen. Vor Gericht und auch vor See begibt man sich in Gottes Hand. Wenn Sie in einen Rechtsstreit verwickelt werden, kann das für Sie eine ganze Reihe von Konsequenzen haben, über Fahrerlaubnisentzug, über, das kann existenziell sein, wenn man irgendwo auf angewiesen ist. Und bei entsprechenden körperlichen Schädigungen infolge eines Unfallgeschehens ist es mit Sicherheit auch notwendig, bei jemandem, der nicht zahlungswürdig ist und schuld ist, die entsprechenden Erstattungen einzufordern, einzuklagen. Und wenn derjenige keine Haftpflichtversicherung hat, muss man eben, wie gesagt, ich will es nicht groß ausdehnen. Eigentlich müsste es mit gesundem Menschenverstand jedem klar sein. So eine Verkehrsrechtsschutzversicherung als separater Einzelvertrag kostet in der Jahresprämie vielleicht 50, 60 Euro. Das sind im Monat 5 Euro. Da ist jede Zigarettenschachtel heutzutage schon teurer. Und ohne jetzt diverse andere Beispiele zu bringen, von unserer Seite aus, es ist eine dringende Empfehlung. Wer sich im öffentlich-rechtlichen Raum bewegt, der sollte in dem Bereich zumindest, wenn es hart auf hart kommt, eine Unterstützung haben. Da der Rechtsschutzvertrag im Verkehrsrechtsschutzbereich aber durchaus auch keine Allgefahrendeckung darstellt, an dieser Stelle erstmal ein paar Hinweise, was ist versichert, was ist nicht versichert. Und immer wenn es keine Allgefahrendeckung ist, haben auch wir an dieser Stelle wieder hier den ganz wichtigen Hinweis: Lesen Sie bitte bei dem Vertrag Ihrer Wahl das Kleingedruckte. Wenn Sie unseren Vergleichsrechner benutzen, wie gesagt, Sie brauchen bloß oben Niedrigpreissuche eintippen, dann zeigen wir Ihnen die entsprechenden Auflistungen nur für den Bereich Verkehrsrechtsschutz. Und dann, wenn Sie den Vergleichsrechner benutzen, bitte markieren Sie sich drei Anbieter Ihrer, die in die engere Auswahl für Sie kommen, nicht bloß den billigsten, sondern auch mal einen leistungsstarken mit und stellen Sie die dreimal nebeneinander und vergleichen Sie dann mal die entsprechenden Ausgestaltungen. Sie werden feststellen, es sind meist keine großen Preisdifferenzen der Jahresprämie, aber sehr wohl gravierende Unterschiede in den Leistungsausgestaltungen. Auch hier gilt, nicht das Billigste ist das Beste automatisch. Aber einen Verkehrsrechtsschutz zu haben, ist immer, selbst wenn es der billigste und der niedrigst ausgestattete Vertrag ist, immer noch besser, als im Ernstfall ohne Rechtsschutz dazustehen. An dieser Stelle nochmal für Sie ein paar Praxishinweise zu diesem Thema. Und wenn Sie jetzt hier mal den Begriff Sonderkündigungsrecht gelesen haben, nochmal zum Abschluss dieser Abteilung einen allgemeinen, ernst gemeinten Ratschlag. Vergessen Sie im Rechtsschutzbereich bitte nicht, dass Sie keinen Anspruch auf einen Rechtsschutzvertrag haben.
Bei jeder Antragstellung müssen Sie die Fragen nach den Vorschäden beantworten. Und jemand, der bereits mehrere Schadensregulierungen durch hat, hat es eben halt dann durchaus auch schon mal erlebt, dass man nach der dritten, vierten Schadensregulierung in kurzer Zeit auch mal eine Kündigung bekommt. Das ist so. Da gibt es keine guten und keine bösen Versicherer, egal was da so kreucht und fleucht an Informationen, die durchs Netz geistern. Ich kann es Ihnen aus der Praxisarbeit 30 Jahre bestätigen. Wenn Sie drei, vier Schadensregulierungen Rechtsschutz in kurzer Zeit haben, es ist schnurzpiepegal, welchen Versicherer Sie haben, Sie müssen damit rechnen, dass Sie halt gekündigt werden. Vor diesem Hintergrund betrachten Sie eine Rechtsschutzversicherung bitte nicht als Streithanselschutz, um hier wegen Pillepalle vor Gericht zu ziehen, was da so teilweise manchmal durch die Menschen geistert. Ein Rechtsschutzvertrag ist für den Ernstfall gedacht, für einen ernstzunehmenden Rechtsstreit, der richtig kostentechnisch einmal ein Problem bereiten würde, wenn man nicht versichert wäre. Und im Pillepalle-Bereich, bitteschön, nutzen Sie Ihre Erstberatung und dann denken Sie mal kurz nach. Und der allerbeste Tipp ist natürlich immer, vermeiden Sie einfach bestimmte Dinge zwischen Himmel und Erde. Mein Gott, wo ist das Problem? Denn egal ob versichert oder nicht versichert, jeder Rechtsstreit kostet Zeit, Nerven, gute Laune, was soll's. Also, in diesem Sinne, wenn es noch weitergehende Fragen zum Thema geben sollte, hier unten unsere Kontaktdaten und ansonsten zum nächsten Clip, demnächst in alter Frische. Tschüss.